Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full-Face-Make-up mit Colourpop für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vor allem gilt mein größter Dank in diesem Video an die liebe Marion, Trisana Tandler. Mit Marion mache ich öfters mal Tauschpakete, Trashpakete, wir schenken uns was zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter und so fort. Und da hat sich doch im Laufe der Zeit einiges von Colourpop hier angesammelt, sodass ich überhaupt die Möglichkeit habe, dieses Fullface zu schminken. Also vielen, vielen, vielen Dank, Marion. Ja, und ich glaube, ein oder zwei Produkte habe ich tatsächlich auch schon mal im Trash-Paket von der lieben Jenny, Miss Curly Jen, bekommen. Also auch Jenny an dich, vielen, vielen Dank. Denn nichts aus dem, was hier steht, habe ich tatsächlich selber bezahlt. Ich habe alles irgendwie gehortet, gesammelt, bis ich irgendwann mal in der Lage bin, ein Fullface zu schminken. Mega geil. Ihr Lieben, ich bin total aufgeregt und ja, also Colourpop ist eine Marke, da kommt es ja nicht so easy peasy dran. Weil Colourpop ist ja wie BH Cosmetics, nur halt in Amerika. Aber die sind wohl ein bisschen schwieriger, was andere Online-Shops angeht, weil die das Ganze nicht so abgesichert haben, dass man das nicht so easy peasy durch den Zoll bekommt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil die das nicht gebacken bekommen, das richtig anzumelden. Ja, und dann ist das manchmal ein kleines Problem. Deswegen ist es für mich voll krass, dass ich hier ein Fullface stehen habe. Ich hoffe, die Produkte sind noch gut, denn sie stehen hier teilweise schon echt eine ganze Weile. Ich habe keinen richtigen Primer. Ne? Ich habe eine Hautpflege drauf und ich habe hier aber mal irgendwann in einem Trash-Paket oder von Marion oder so das Pretty Fresh Hydrating Illuminator bekommen. Das ist so ein ganz, ganz glitzy-blitzy-Vieh. Das ist, glaube ich, eher so ein Highlighter. Ich mache mir das Fullface drauf. Verwenden werde ich die Pinsel von Spectrum. Das sind jetzt unterschiedliche Farben. Habe ich mir mal in Sets bestellt, ne? Gab es da welche in Surprise Bags? Ihr bekommt die aber auch bei Purish und könnt, ich glaube, sogar mit meinem Code Claudiswelt 15% sparen. Das müsst ihr mal schauen, könnt ihr mal ausprobieren. Und als erstes verwende ich hier den B01. Das ist schon ein bisschen mitgenommen, weil ich den sehr, sehr häufig verwende. Einfach so ein Foundation Buffer. Da gebe ich mir jetzt hier einfach mal das Kram auf. Oh mein Gott. Und ja, trage das halt wie ein Primer auf, ne? Das riecht leicht vanillig tatsächlich. Problem bei diesem Primer, sage ich mal, ist, dass er ja kein Primer ist, ne? Also ich glänze hier gerade sehr. Ich muss mir da echt eine Foundation oder sonst irgendwas drüber geben. Das hat sich natürlich an verschiedenen Stellen abgesetzt. Ich sehe aus wie der Zinnmann. Aber hey, es gibt schon mal eine ordentliche Leuchtkraft, ne? Wahrscheinlich ist es halt eher gedacht, dass du dir das hier so vorsichtig auftaperst und nicht Full Face. Aber hey, so haben wir alle was zu lachen. Ist doch schön. Kommen wir jetzt zur Foundation und da habe ich ein Foundation Stick, No Filter Sticks in der Farbe Fair 30C. Passt einigermaßen, ist glaube ich ein bisschen dunkel bei mir, schaut so aus, habe ich auch schon eine ganze Weile mal verwendet gehabt. Und den hatte ich glaube ich im Trash von Jenny zugeschickt bekommen. Trägt man sich dann ja normalerweise einfach so auf und dann kann man sich den Foundation Pinsel nehmen und das Ganze im Gesicht verteilen. Und dann habe ich auch noch von der lieben Marion zum Geburtstag ein Schwämmchen geschenkt bekommen. Das habe ich mir jetzt angefeuchtet, ist auch von Colourpop. Und das ist total toll, weil das so weich ist. Und damit kann ich jetzt die Foundation nochmal in mein Gesicht einarbeiten. Ich habe jetzt nicht so eine ultimativ fette Schicht drauf gemacht. Man kann die auch super aufbauen. Ich habe jetzt einfach eine ganz normale Schicht drüber gegeben. Und da funktioniert es dafür, dass der Primer nicht so bombastisch ist. Echt gut mit meiner Haut, ne? Natürlich muss ich jetzt gleich noch ein bisschen Concealer drüber geben und natürlich hat sich das hier in meiner Nasolori... Nein, das ist nicht meine Nase, das ist meine Nasenfalte, einfach mein Nasenflügel. Hat sich das so ein bisschen reingesetzt. Aber ansonsten sieht es doch ganz in Ordnung aus. Wo wir auch schon beim Concealer sind und da habe ich in der Farbe Fair 08 einen Concealer. Das ist dieser hier. Und den trage ich mir einfach hier so ganz entspannt auf, auch auf meine Rötungen, die Nase, zwischen meinen Augenbrauen. Also ich bin auch nur einmal in den Concealer reingegangen. Ich habe jetzt nicht noch zusätzliches Produkt genommen und das arbeite ich mir jetzt einfach direkt mal mit dem Schwämmchen ein. Ich gebe das auch auf mein Augenlid, weil ich keinen Lidschattenprimer habe. Für mich könnte die Farbe natürlich etwas mehr ins Peachige gehen, weil ich ein kühler bis neutraler Hautton bin und das hier eher ein Concealer ist, der mir ins Gelbliche geht, ne? Aber trotzdem, er deckt ganz gut ab und er macht ein schönes Hautbild, das gefällt mir.
Zwei verschiedene Puder habe ich hier. Einmal das No Filter Setting Powder, das ist ein loses Puder. Das werde ich jetzt zuallererst verwenden, um meine Augen zu setten. Das ist translucent, also quasi, translucent halt. Also hat keine Farbe in dem Sinne, obwohl es halt schon so ein bisschen gelblich eingefärbt ist. Das habe ich zum Geburtstag von Marion bekommen. Fühlt sich recht fein an. Hat auch irgendwie so einen leichten Wet-Effekt, also leicht kühlend auf den Fingern, sehr angenehm. Ich nehme einen Highlighter-Pinsel, das ist der Spectrum B08. Und sette damit meinen Concealer. Man kann natürlich auch sein komplettes Gesicht mit so einem losen Puder setten, aber ich habe ja zwei, deswegen werde ich definitiv gleich noch das andere verwenden. Also hier habe ich gesettet, hier habe ich nicht gesettet. Ne? Ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm an. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Normalerweise verwende ich doch immer, nachdem ich alle cremigen Texturen aufgetragen habe, ein Setting Spray Mist. Egal. So, wir wollen ja nichts verschwenden. Deswegen nehme ich mir jetzt einen großen Flüffel. Das ist hier die A01. Und nehme hier die Reste vom Puder einfach auf, damit, muss ja nichts verschwendet werden. Gebe das schon mal so ein bisschen auf meine untere Gesichtspartie. Dann haben wir nämlich hier das Puder durch. Aber erstmal trinke ich hier meinen Eistee. Leute, ein Traum. Ne, es gibt ja mittlerweile diesen Tee, den du quasi auch kalt trinken kannst, also auch in kaltes Wasser machen kannst. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, dass du ganz normalen Tee nehmen kannst und den einfach kalt aufbrühst, sag ich mal. Ne? Das hier ist Zitrone. Mega. So, No Filter Finishing Powder, Press Powder, habe ich hier in der Farbe Fair. Ist komplett Colourpop Cruelty Free. Wusste ich gar nicht. Aber steht hier irgendwie überall drauf, ne? Das ist cool. Ja, das sieht so aus. Hat einen Spiegel dabei, das feiere ich hart. Nehme ich auch wieder den großen Fluffel. Und gehe damit über mein komplettes Gesicht. Ja, die Foundation ist halt auch sehr, sehr mattierend und trocknet meine Haut schon ein Stück weit aus. Das heißt, ich muss gleich auch ein irgendwas Gesichtsspray nehmen, was nicht nur, also ich werde dann ein Setting Spray plus ein Fixierungsspray, ein Fixing Spray verwenden, also zwei. Das macht ja auch Elanelo immer wieder gerne. Das ist bei trockener Haut einfach gut, weil sonst sehe ich, ja, meine Base sieht jetzt ganz, ganz schlimm aus. Oh, sieht die schlimm aus, gerade auf der Nase. Hängt auch viel damit zusammen, dass ich einfach eine sehr trockene Haut habe. Bronzer, da habe ich in meinem Adventskalender von Marion den hier bekommen. Das scheint auch so ein ganz normaler Standardbronzer zu sein. Talk to the Palm heißt der. Sprich zur Palme. Ja, dann sprechen wir mal mit der Palme. Ich nehme den gleichen Pinsel wie gerade auch. Oh, das war ein bisschen viel Produkt. Und das gebe ich mir hier so auf. Der sieht ganz gut aus, finde ich. Durch das sehr helle Puder unter meinen Augen habe ich jetzt natürlich diesen Sonnenbrilleneffekt, sage ich jetzt mal. Musste ich jetzt auch nicht viel verwenden. Mag ich leiden. Dann kommen wir mal zum Blush. Auch das ist, glaube ich, so ein ganz klassischer Standardsortiment-Blush. Der Super Shock Cheek Matt in der Farbe Holiday schaut so aus. Und das ist, glaube ich, so ein Zwischending zwischen Creme und Puder. Ne? Das ist so ein eine ganz spezielle Konsistenz. Ja, da kann man mit seinem Finger durchgehen und kriegt dann auch Farbe drauf. Bin nur gespannt, ob ich das dann auch mit dem Pinsel aufnehmen kann. Schöne, frische Farbe. Ich nehme jetzt hier einfach so einen abgeschrägten Pinsel. Das ist die A05. Geht da mal mit rein. Oder ob ich da eher mit so einem festeren Pinsel rein muss, das weiß ich noch nicht. Ich meine, so kriegt man das relativ dezent hin. Aber schön. Also den werde ich jetzt auch öfters verwenden, gerade so, ne? Im Sommer ist das eine richtig, richtig, richtig schöne Farbe. Hier habe ich übertrieben, definitiv. Aber hey, mag ich gerne leiden. Als Highlighter habe ich zwei verschiedene und ich habe ja zwei Gesichtshälften, also kann ich die dann auch verwenden. Einmal aus diesem Disney-Prinzessin-Set ist das der Coronian, finde ich so witzig, Pressed Powder Highlighter. Das ist dieser hier und das dürfte Dornröschen sein? Glaub schon, ne? Weil ich habe auch den Lippenstift und das dürfte Prinz Philipp sein. Also habe ich hier Dornröschen. Das ist der Highlighter. Der ist so ins Roséfarbene. Ich habe hier meinen Highlighterpinsel. Kurz am Handtuch das Pigment runternehmen. Und dann setze ich mir den mal hier so hin.
Ja, der ist wirklich mehr so ins Rosé-mäßige. Und der ist da. Schön. Dann habe ich noch einen weiteren aus einer Limited Edition und das ist ja der Bambi-Highlighter, ne? Das ist eigentlich Face and Body, also Riesenvieh. Hat auch so einen riesen Puffel dabei. Morning Light. Huch. Also theoretisch, weil der so grob halt auch ist, ne? Kannst du den mit dem Puffel auf der Haut auftragen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt fürs Gesicht gemacht ist. Ich gehe jetzt tatsächlich nur so hier an der Seite entlang, wodurch zwei Löcher, wo kein Klebi mehr drauf ist, was rausgekommen ist, schön abklopfen. Und dann hier auftragen. In den Spiegel schauen. Ja, der ist eher für den Körper, weil der sehr grob glitzert ist. Glitzert, glitzernd. Da glitzert mir jetzt mein komplettes Gesicht mit. Und also so auf der Haut sieht man den halt nicht wirklich. Da sieht man den mehr. Aber von Namen sieht man hier halt diese ganzen Glitzerpigmente. Und gerade wenn man dann jetzt, wenn es warm ist, draußen in der Sonne steht, dann sieht man aus wie. Ja, wie ein Vampir von Twilight, auf den das Licht gefallen ist. Das heißt, ja, das ist eher so ein Schmuckstück, ne? Den werde ich für meine Beine verwenden und so. Aber für mein Gesicht nehme ich dann lieber den hier mit Dornröschen. Ich mache jetzt schon mal, weil ich einfach das Bedürfnis danach habe, mir ein bisschen Setting Spray drüber. Das ist Make-up Base Setting and Refreshing von Love 3 in 1, ne? Oh, ich liebe es einfach. Damit einfach jetzt mal so ein bisschen Frische ins Gesicht kommt. Ich brauche es. Ich brauche diese Dusche. Und dann nehme ich mir mein Make-up-Ei und tappe das so ein bisschen ein. Und wie ich einfach direkt sehe, wie alles sich besser setzt. An der Nase ist es immer noch relativ gruselig. Aber wir werden eh gleich einkaufen fahren müssen. Von daher wird sich da eh die halbe Foundation abtragen. Also ist das nicht so wild. Denn jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Auch da habe ich mal ein Augenbrauenprodukt zugeschickt bekommen von Marion. In der Farbe Arched Auburn ist das Brow Contour. Ja, kann ich quasi als Augenbrauengel verwenden. Das ist dieses hier. Dann nehme ich mir hier einen Spoolie oder Doppelstift. Das ist von Spectrum die A24. Habe ich Spoolie, habe ich Augenbrauenstift. Also Pinsel quasi. Und dann trage ich mir die Farbe auf. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan von Augenbrauenpomaden, aber mit der kannst du eigentlich ganz gut arbeiten. Schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare rein, was ihr am liebsten verwendet. Augenbrauenpomaden, Augenbrauenpuder, Augenbrauenstifte, gefärbtes Augenbrauengel. Ich persönlich bevorzuge tatsächlich ganz klassische Augenbrauenstifte. Augenbrauengel ist es durchaus brauchbar. Oder Augenbrauenpomadengedöns, genau. Ich brauche aber immer meinen 24 Hours Brow Setter, weil ich durch das Augenbrauen-Serum, was ich hier verwende, von Grande Brow, was ich von Purist zugeschickt bekommen habe, auch da Claudius Welt 15, 15% Rabatt spart ihr da, ne? Relativ lange Augenbrauen bekommen habe und die muss ich bändigen. Jetzt kommen wir zu der Lidschattenpalette. Ich freue mich! Ja, ich habe mich natürlich passend angezogen, ne? Schön grün. Just My Luck von ColourPop. Hi, es wird grün! Ich mag grün. Ich habe in letzter Zeit so viele grüne Lidschattenlooks geschminkt. Wahnsinn! Und ein riesiger Spiegel. Ist das nicht geil? Oh mein Gott. Auch wenn die Töne der Palette eher so ins Dunkle reingehen, möchte ich eigentlich versuchen, einen recht hellen und frischen Look damit zu schminken. Zuallererst gehe ich mit einem fluffigen Blendepinsel in die Farbe Chances Are. Das ist so ein ganz, ganz heller, mintgrüner Ton und den setze ich mir, ja, so oberhalb hier, ne, ganz normal als Transition Shade, als Übergangsfarbe in meine Lidfalte. Die Farbe Kiss My Hass, das ist so ein schöner Grünton, der genau die gleiche Farbe hat wie die Umverpackung, hat auch leichten Schimmer mit drin. Und den trage ich mir mit einem festgebundenen Blendepinsel einfach im Außenwinkel auf. Und der krümelt. Oh mein Gott. Und ich ziehe mir den auch ganz vorsichtig in die Lidfalte rein. Mit demselben Pinsel gehe ich in Kiss My Hass und in Charmed. Charmed ist so ein dunkelbrauner Ton und da gehe ich vorsichtig in beide Töne rein, klopft gut ab, weil wow, super staubig. Und das gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz, weil ich mir da nicht pur grün aufgeben wollte, aber auch nicht zu dunkel werden wollte. Und so ist es auch eigentlich eine ganz gute Alternative. Hätte ich auch den Act Natural direkt nehmen können, ne? Den hier. Aber das wäre mir zu grün gewesen. Nee, nee. Der Concealer. Er hat richtig Bock zu creasen und meine untere Augenpartie ist trocken wie die Wüste Gobi selbst. Wie auch mein ganzes Gesicht. Also,
Die Base muss ich definitiv mit einem sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendenden Primer tragen. Ansonsten ist das nichts für mich. Big Bangs, dieses wunderschöne, schimmernde Grün, gebe ich mir jetzt auf mein komplettes, bewegliches Lid. Und dafür verwende ich so einen Smudger-Pinsel von Spectrum. Das ist die A07. Den presse ich mir richtig drauf, damit er mir auch nicht irgendwo hinkrümelt. Aber die Schimmertöne gehen tatsächlich vom Krümelheitsfaktor. Das sind eher die Mattentöne, ne? Die hier so rumkrümmeln. Nach innen hin lasse ich ein bisschen frei. Nach außen hin ist mir das aber ehrlich gesagt jetzt zu monochrom geworden. Deswegen nehme ich hier den Ton 50-50. Das ist der dunkelmatte Ton. Auch mit diesem Smudger. Und setze mir den einfach hier außen in meinen Außenwinkel. Da haben wir jetzt eine ganz, ganz leichte Tiefe geschaffen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das finde ich ganz gut. Und jetzt nehme ich den hellsten Ton in der Palette. Mary Jane. Das ist so ein Gelb-Gold-Schimmer. Wunderschön. Den setze ich mir in meinen Innenwinkel. Und ziehe den auch auf mein bewegliches... Ach Quatsch, doch. Hier auf mein bewegliches Lid drauf. Wie heißt das hier auf meinem Auge? Keine Ahnung. Das ist so ein Kram da. Den muss ich schon ziemlich pressen, damit ich da überhaupt Farbe hinbekomme. Was geht? Mein Freund wird sich zwar fragen, Claudia, ganz ehrlich, was zur Hölle? So wollen wir gleich zum Einkaufen fahren? Ja, wollen wir. Kann ich mich gut zwischen den ganzen Salatpflanzen und so verstecken? Unten müssen wir noch ein bisschen mehr Verbindung schaffen, weil da schwebt dieses Gelbgold irgendwie gerade so in der Luft herum. Und dann nehme ich mir doch einfach diesen Ton Olive Hue. Das ist dieser, ja, Olive-Schimmerton. Auch wieder mit meinem festgebundenen Blenderpinsel auf. Und den setze ich mir an meinen unteren Wimpernkranz, aber so ins innere Drittel. Hier so. Macht das Sinn? Ja, ich finde, das sieht gut aus. Und das ziehe ich mir auch wirklich nur bis dahin, wo meine Iris anfängt. Das finde ich cool. Das ist ein Look, Leute, ne? Den hast du auch nicht immer, wenn du da die Leute beim Einkaufen beobachtest. So. Jetzt kann ich Eyeliner verwenden. Das ist doch meine traumhafte Geschichte. Put Me On Your Lids. Creme Gel Liner. BFF Colourpop. Mhm. Ich glaube, das war einfach schwarz, oder? Ja. Das war einfach ein hochdrehbarer schwarzer Eyeliner. Schaut so aus. Also so ein Prinzip ist Kohl, Kajal, Gedönsen, Stift, ne? Und den trage ich jetzt einfach hier oben auf. Ach doch, komm. Also für so einen herausdrehbaren Stift und nicht Filz-Eyeliner habe ich doch einen ganz guten Wing hinbekommen. Bin begeistert. Der gibt auch gut Farbe ab. Schmiert nicht. Also jetzt so beim Auftrag, ne? Ist angenehm, weil der halt nicht so fest ist. Also du musst den nicht so drücken und ziehen. Das habe ich auch öfters mal bei solchen Eyelinern. Das tut mir echt weh. Nö, das ist cool. Der malt echt gut. Jetzt verwende ich Fixing Spray, dann nehme ich von Urban Decay das All Nighter Fixing Spray, weil jetzt sind alle pudrigen Texturen ja auch schon drauf. Guten Morgen, Sammy. Na? Oh, ist wach geworden. Er hat die ganze Zeit hier geschlafen. Oh, cool. Hier trägt sich die Foundation ab. Wow, wow, wow. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? War ich das? Oh, hier trägt sie sich auch ab. Wieso? Das sieht ja echt blöd aus. Ich habe es jetzt versucht, ein ganz kleines bisschen zu retten. Diese Löcher sind nicht mehr so extrem sichtbar. Irgendwer hupt da rum. Aber sie sind halt schon noch etwas sichtbar. Na, das ist ein bisschen schade. Aber wir ziehen es jetzt noch durch. Zunächst einmal werde ich mir natürlich die Wimpern biegen, bevor ich die Mascara verwende. Das ist meine Lieblingswimpernzange, Zange von Brushworks. Kostet 5 Euro, nicht mal. Denn ich möchte jetzt die Colourpop Act Natural Defining Mascara auftragen. Und da bin ich echt gespannt, was die mit meinen Wimpern machen wird. Irgendwelche Kinder fahren hier mit Fahrrädern durch die Gegend und tröten rum. Es tut mir leid, das kann ich gerade leider nicht abstellen. Genau, ja, also, ne, so schaut die aus. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ein Kunsthaarbürstchen, was sehr breit aussieht. Stinkt. Sehr, weiß ich nicht, chemisch halt, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht.
Dritte Schicht. Meine Damen und Herren, wir haben endlich mal wieder eine Mascara, die mir beim ersten Auftragen richtig gut gefällt. Wow, die ist klasse. Also die macht Länge, Volumen, Fülle, genau das, was ich gerne habe. Natürlich Props ans Wimpernserum, wie immer, auch in der Infobox, genau, verlinkt. Die gefällt mir wirklich gut. Also ich hatte erst gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Act Natural, Hilfe. Nee, die macht Baba Womb Lashes. Hätte ich nicht mit gerechnet. Finde ich total geil. Ja, meine Augenbrauen sehen jetzt gerade voll rot aus und meine Base sieht voll schlimm aus. Egal. Ich sehe auch so ein bisschen aus, wie als würde ich gleich zum St. Patrick's Day gehen wollen. Ach du Scheiße. Egal. So, Lippen. Genau. Vorher trinken wir noch ein bisschen. Es ist übrigens sehr praktisch, wenn man einen Strohhalm hat. Das ist ein Glasstrohhalm. Denn dann hat man auch keine Probleme mit Lippenprodukten. Das ist eine richtig krasse Farbe. Passt jetzt eigentlich null, aber ich habe kein anderes Lippenprodukt von Colourpop. Das war auch in dieser Designer Disney Collection Gedönsen drin und das ist die Farbe Prince Philip. Geil, oder? Oh mein Gott, ja, Hilfe! Es ist, glaube ich, sogar ein Liquid Lipstick, oder? Ich weiß es nicht. Ja, Luxe Liquid Lip. Ja, moin. Guten Tag. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Lip Liner brauche. Wir probieren es mal aus. Aber nicht doof, natürlich habe ich andere von Colourpop. Die habe ich doch von... von Jenny. Ja, ich muss damit leben, ne? Es passt irgendwie schon zum Look. Aber ich finde es ein bisschen heftig. Also es macht... Also jetzt so, ne? Wenn ich jetzt Nude Look auf den Augen tragen würde und nicht so ganz so bunt vielleicht. Ich weiß nicht. Irgendwie passt es, aber irgendwie passt es überhaupt nicht. Ich weiß jetzt echt nicht, wovon der kleine Mann so träumt. Vielleicht von einer besseren Base. Ich weiß es nicht. Also es ist schon krass. Der wohl wieder träumt, ne? Ich hätte gerne so ein Traumometer, dass man sehen kann, was Tiere träumen. Egal. Auf jeden Fall ist das jetzt der komplette Look. Ist ein bisschen krass geworden, aber ich finde es eigentlich immer ganz schön. Würde ich jetzt nicht aus dem Haus heute müssen, würde ich auch sagen, komm, pups, egal, ne? Aber so denke ich mir auch, oh je, eine Nude-Lippe hätte es dann doch ein bisschen besser getan dazu. Egal. Ich mag den Look. Was ich nicht mag, ist die Base. Mag an abgelaufenen Produkten liegen oder an meiner Haut ist aktuell halt wie immer eigentlich trocken. Keine Ahnung, vielleicht habe ich nicht den richtigen Primer verwendet. Vielleicht war diese Illuminating Base nicht so hydratisierend, wie es draufsteht. Da war sie ja auch schon sehr, ne, bröckelig in meinem Gesicht. Ich glaube, daran liegt es hauptsächlich. Denn ich habe sowohl den Concealer als auch die Foundation schon öfters mal so verwendet, auch im Alltag. Und da hat es gut funktioniert. Naja. Das war es jetzt hier mit meinem Fullface Colourpop. Ich bin total begeistert, dass ich überhaupt in der Lage dazu war, das hier zu machen. Und ich feiere das sehr. Ja. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!